Ja, hallihallo. So, hier bin ich jetzt mal draußen. Und zwar, ich habe es schon ewig vorgehabt. Das ist jetzt mein erstes Video, wo ich mache zum Thema Bushcraft, Survival, Outdoor. Ich bin Monika, wohne in Freiburg und ich befinde mich jetzt hier gerade im Mooswald. Ne? Also hier ist mein Zeltlager. Einmal mit der Bundesheer Zeltbahn, den Pilotenschlafsack, der eigentlich sehr gut wärmt, wenn es jetzt, außer darf es nicht unter Null kommen, sonst ist natürlich scheiße. Was ich jetzt hier noch habe, ist dieser NVA-Strichtarn als Zeltbahn. Die ist bloß 1,70 groß. Ich bin über 1,80. Es dient mir also heute nur als Bode, als schützender Bode. Dann habe ich hier die BW-Isomatte, Klapp-Isomatte, wo man komplett im Rucksack verstauen kann. Mit dazu natürlich hier der BW-Jägerrucksack. Ja, hier drinnen habe ich noch verschiedenes Zeug, ein bisschen Paracord, dann hier mein Essensbox. Was haben wir noch? Ja, Regenschirm und so weiter. Hier habe ich mein Espit Spirituskocher, ne? Und für alle Fälle natürlich die Bushbox XL, ne? Aber die packe ich jetzt noch nicht aus. Die brauche ich vielleicht morgen früh. Ja, und so verschiedenes, noch verschiedene groß. Ich werde mir hier jetzt was zum Essen machen. Ein paar Eier, Brötchen habe ich dabei. Dann werde ich mir einen Kaffee kochen oder einen Tee habe ich dabei. Ja. Und ja, zu mir selber, was habe ich an? Ja, halt mein Hut, Bomberjacke mit Rangerweste. Ne, finde es immer ganz praktisch, so eine Rangerweste. Hat eben viele Taschen. Da habe ich so einen Feuerstahl drin. Bomberjacke kann ich ausziehen, wenn es mir zu warm wird. Und als Kopfkissen verwende zum Beispiel. Kann auch bloß die Weste anziehen zum Arbeiten. Ja, hier habe ich halt auch ein bisschen Holz gemacht. Ja. Naja. Also, und hier mit dem ersten Video grüße ich natürlich auch Benjamin Klausner. Habe ihm seine Videos immer angeguckt und muss wirklich sagen, mir gefallen dir deine Videos. Ich habe echt viel gelernt und so. Also, sehr viel, was ich jetzt hier auch mache, habe ich auch von dir gelernt, vom Saki. Und natürlich grüße ich auch den Fimbula Winter Outdoor Survival. Ne? Gell? Und dann werde ich mir jetzt mal was zu essen machen und melde mich einfach wieder beim nächsten Mal. Ciao.